Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video mit Pfadangaben und der programmatischen Verarbeitung mit der Klasse Path auseinandergesetzt. Und wir werden uns in diesem Video anschauen, wie wir Strings in unserem Code besser hard codieren können. Und wir haben ja in C-Sharp genauso wie in C die Möglichkeit, dass wir bestimmte Escape-Sequenzen einsetzen, um Sonderzeichen in Strings zu definieren. Und das sieht eben dann beispielsweise so aus, dass wir einen Backslash n haben, wenn wir einen Zeilenumbruch möchten, oder einen Backslash t für ein Tabulatorzeichen, was wir in unseren String einführen wollen. Und wir haben eben jeweils diesen Backslash hier im Einsatz, wenn es darum geht, einen sogenannten Escape Character eben anzugeben, wie zum Beispiel das Tabulatorzeichen, wie gerade erwähnt. Das ist aber für uns selber gar nicht so gut, wenn wir tatsächlich Windows-Pfade angeben möchten. Hier haben wir eben dann nur die Möglichkeit, dass wir einen tatsächlichen Backslash in unserem String haben, wenn wir ihn eben mit einem Backslash wiederum eben demaskieren. Und das sorgt eben dafür, dass wir diese Pfadangabe, die wir hier eigentlich relativ einfach hätten, die hatten wir auch schon im vorherigen Abschnitt mal, das war eben hier dieser absolute Pfad für C, Users, Kenny, Pictures, Elephant.png. Und diese müssen wir jetzt eben jeweils mit zwei Backslashes angeben, damit wir einen tatsächlichen Backslash im herauskommenden String bekommen. Und in C-Sharp gibt es eben ein Konstrukt, das heißt Verbatim String. Und dieser Verbatim String, der beginnt eben mit einem Add-Zeichen. Und dieses Add setzt man vor das erste Hochkomma. Im Prinzip gehört dieses Add aber noch mit zum String. Wir sehen hier also dann auch, ich zeige es auch gleich in Visual Studio nochmal, dass das hier tatsächlich ein kompletter String ist und das Add hier eben das erste Zeichen für den String bedeutet. Und innerhalb von Verbatim Strings werden eben diese Escape-Sequenzen nicht beachtet. Das heißt, wir können einfach ganz normal einen Backslash schreiben, ohne dass wir hier sozusagen ihn nochmal extra demaskieren müssen mit einem weiteren Backslash davor, wie das hier oben eben der Fall ist. Und genau das ist eben der Vorteil dann für uns, wenn wir hardcodierte Pfadangaben im Code machen möchten, wovon ich Ihnen übrigens sehr abrate. Wenn Sie mittelgroße bis sehr große Software schreiben, sollten Sie Ihre Pfadangaben nicht hart im Code festlegen, sondern Sie sollten versuchen, dass Sie diese Daten konfigurierbar machen, und dann eben die entsprechenden Pfadangaben zum Beispiel in einer XML-Datei, kommen wir gleich noch dazu, was das genau ist, festlegen und zu Beginn des Programms laden. Und genau so sollte man das tatsächlich machen. Hardcodierte Strings sollte man, wo geht, vermeiden, damit man eben, auch wenn die Lösung schon kompiliert ist und zum Beispiel an den Kunden ausgeliefert ist, dass man dann noch bestimmte Änderungen machen kann, wie eben die Zieldatei ausschauen soll. Ohne dass man erneut in den Code eingreifen muss, das wieder einen neuen Kompiliervorgang auslöst und ein neues Deployment zum Kunden. Nur so viel. Nichtsdestotrotz, wenn wir eben Testprojekte haben und so weiter, können wir trotzdem eben hier mal, ich mache jetzt eine neue Directory-Info mit einer absoluten Pfadangabe. Und hier habe ich eben den Pfad zu unserer Solution, die wir gerade nutzen, hiermit angegeben. Und wir sehen hier schon, dass der Compiler sich beschwert, dass er hier eben diese Sachen nicht demaskiert hat. Also wenn ich hier überall Doppel-Backslashes reinmache, dann geht das Ganze wieder, weil der Compiler eben nicht sieht, dass es ein Backslash P gibt oder ein Backslash I oder ein Backslash H. So, ich kann aber diese Zeichen oder diese Doppel-Backslashes rausnehmen und einfach ein Add davor schreiben. Und wir haben dann eben hier die
Möglichkeit, dass wir hier einfache Backslashes verwenden. Und das ist letztendlich bloß Syntactic Sugar. Das heißt, es ist für uns besser lesbar. Auswirkungen auf den String, der hier letztendlich als Argument in diesem Konstruktor landet, hat es überhaupt nicht. Es gibt noch viel mehrere Eigenschaften, die man über Strings und im Speziellen auch Verbatim Strings erfahren kann. Dazu können wir uns mal diesen Link hier aufrufen. Und hier finden Sie eben in der MSDN Library noch viel mehr Informationen zu Strings. Das würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie sehr stark mit Strings arbeiten, dass Sie sich da nochmal Gedanken drüber machen oder und diesen Text durchlesen, damit Sie auch das komplette Wissen haben. Wir werden jetzt hier nicht in jedes Detail von Strings in C# eingehen. Damit bin ich auch schon am Ende des Videos. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wo wir uns mit Drive Info beschäftigen. Bis dann!